Willkommen, liebe Leute, zum nächsten Part von Sparks Challenge. Ja, der letzte Part, ja, das war jetzt, wie soll ich es jetzt anfangen zu erklären? Weil ich bin jetzt total spontan ungeplant wieder an der Aufnahme ran, kennt man ja von mir. Und zwar über die Weihnachtstage konnte ich halt schlecht Videos machen, da ich kein Internet hatte, danke Telekom. Und ich kann jetzt hier mal einen Screenshot genau jetzt einblenden, wie, ja, was da beim Video stand, wie viele Minuten das hochlädt. Ja, ihr könnt euch selbst schockieren, ihr seht es ja. Und ich habe direkt eine Kommentarfrage und es ruckelt. Ich hoffe, das geht gleich mal weg. Und ich habe direkt eine Kommentarfrage. Und zwar, ich wollte mir eh noch den Shaders installieren, aber überall finde ich nur 1.6.4. Ja, die sagen dann, ja, es gab doch eine 1.7, das glaube ich denen, die das erklären, wie man Shaders installiert. Nur das Problem dabei ist, in den Links, die stellen, es sind doch immer nur die Shader-Packs sozusagen von der 1.6, aber ich möchte ein ganz neues Shader-Pack für die 1.7 haben. Wenn einer von euch eine Ahnung hat oder ihn selbst installiert hat, kann er mir gerne mal ein Tutorial schicken oder auch die Shader Packs allein würden reichen. Würde ich mir das installieren, da wäre ich schon sehr dankbar drüber. Ja, wir waren hier auf einer Höhlenerkundungstour. Und wir laufen deswegen jetzt einfach mal weiter auf der Suche nach der Höhle. Ach, was wollten wir in der Höhle? Ach ja, einfach was Diamanten finden. Das können wir eigentlich auch nochmal machen. Dann gehen wir erstmal zurück zum Haus. Und zwar ist es eine Challenge, Diamanten zu finden. Was steht denn da in der Luft? Was ist denn das? Ach so, der Weihnachtsbaum, den wir bauen. Ja, der geht natürlich jetzt erstmal vor. Habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Jetzt sind Bäume fällen. Es gibt auch ein Challenge, noch eine Lohnroute, eine Magma-Creme und das alles dazu haben. Also die können wir jetzt später machen. Ich muss nicht bei mit dem Weihnachtsbaum. Ich wollte das ja in 3 Folgen schaffen. Wäre schade, wenn wir das jetzt nicht schaffen. Okay, eine Steinaxt dürfte, denke ich mal, reichen. Ich weiß, ich könnte noch aus Eisen machen, aber ich bin eher so der Typ, der sehr sparsam mit den Ressourcen ist. Ich würde die auch möglichst lange halten. Boah, das muss ich jetzt einfach mal loswerden. Ich habe hier ein paar Chips gegessen. Chips sind immer gut. Ich liebe Chips. Nur das Problem war, dass man so neue Chips, also es war jetzt nicht das Problem, dass man ein paar neue sind, sondern die waren sozusagen, die habe ich noch nie probiert, diese Marke von Chips. Und die haben so komisch geschmeckt. Da steht so extra knusprig, stand auf der Verpackung. Ich so, ah ja, kann ja mal nicht schaden. Na, die hat auch geschadet. Und zwar, die hatten so ein komisches Gewürz drauf. Und ich esse sie trotzdem. Und warum ich sie trotzdem esse, ist sind Chips. Ich liebe Chips. Ich könnte davon. Selbst wenn sie nicht schmecken. Wenn ich sie liegen sehe, muss ich sie einfach essen. Das ist wie ein Zwang. Man muss Chips essen. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen blöd an, aber ist halt so. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, auch wenn ihr Lust habt. Es gibt ja relativ wenige wirklich aktive Abonnenten, die in die Kommentare schreiben. Ob es schon mal gibt Chips, die ihr gegessen habt, die ihr wirklich widerlich fand. Das würde mich auch mal interessieren, weil das sind die ersten Chips, die ich jetzt widerlich fand. Ich habe schon so viele Chips probiert und das waren jetzt wirklich die ersten, die ich widerlich fand. Und ich glaube, dieser Wald hier ist eher... Ich glaube, hier sind wir eher in einem Tundra-Schneegebiet. Ich weiß nicht, ob ich das richtig sage. Tundra und Taiga wechsle ich immer. Tundra, weil es hier total wenig Bäume gibt. Das ist hier die Taiga, wo nicht der Wald bei ist. Ihr könnt mich ja verbessern, wenn ich es jetzt falsch gesagt habe. Wie viel brauchen wir noch? 15 hoch, 4x15, 1x15 haben wir schon. 3x15 fehlen noch, 45. Dann haben wir da schon uns ein paar hochgebaut. Nehmen wir jetzt beispielsweise mal 8, die Hälfte. Plus 45, da wären wir bei 53. Holz fehlen uns noch ungefähr. Ich hoffe, dass ich das jetzt auch grob richtig gerechnet habe. Das wäre echt super, wenn wir... Ach, ich bin auch so ein Trottel. Ich muss mal zurück mit eine Schere machen. Wir brauchen ja auch eine Menge Laub hier für den Wolf. Zunge betroffen. Wir brauchen ja auch eine Menge Laub für den Baum. Und deswegen dürfen wir die Schere nicht vergessen. Nachher sind die ganzen Bäume direkt mit den Blättern weg. Und das wäre sehr, sehr schlecht. Und kommen jetzt nur so vor, da ist das so, dass man der 1.7... enorm schnell anfängt zu hungern. Normalerweise hat man mit der vollen Anzeige hier noch 10 Minuten gehabt. Jetzt ist die ja schon nach 4 Minuten Sprinten wieder leer. Sogar noch mal weniger. Nach einer Minute Sprinten ist sie schon wieder leer. Ist ja schlimm. Oh. Ich hoffe, wir kriegen den fertig, den Baum. Dann wird er sehr schön aussehen. Am liebsten würde ich heute den Baumstamm fertig bekommen und dann in den ganzen und dann in der nächsten Folge vielleicht noch ein bisschen Laub noch heute dran schaffen. In der nächsten Folge mit Glowstone und Laub die Deko vom Baum machen. Diese Folge noch mal Ressourcen beschaffen, in der nächste Folge bauen. Machen wir mal 2 Scheren.
wollte ich nicht Eichenlaub oder sowas nehmen? Wir versuchen jetzt erstmal so viel wie möglich von dem Fichtenlaub zu bekommen. Viel Spaß, die Wörter. Und ich bin mittlerweile auch schon wieder. Ich habe meinen Server ist noch nicht online, aber ich habe meinen Hamachi-Server zurzeit online. Der aber ein privater Server ist, nämlich für Aufnahmen zum Beispiel. Okay, ich bin gerade eh mit Sparks Challenge genug beschäftigt. Aber ja, ich habe mir einfach mal so einen kleinen Server gemacht und auf dem habe ich jetzt angefangen, eine Adventure-Map zu bauen. Und ja, noch nicht gerade sehr viel geschafft. Das wird, denke ich mal, eine etwas bessere Map als die, die ich damals probiert habe zu bauen. Jetzt legen sammeln wir nochmal schnell mit ein. Okay. Ja, diesmal habe ich mehr mit Complex gearbeitet und als riesiger Fail. Kennt man bestimmt von den ganzen Maps von Hypixel, wo der, wenn diese ganzen riesigen geilen Adventure-Maps von dem, da spawnt man ja am Anfang immer auf einer großen Fläche mit diesen ganzen Haken und diesen ganzen Fäden, die das Redstone-Signal aktivieren. Und ich erstmal voll der Fail baue mir auch so ein großes Feld, das einen in den Spawnraum dann teleportiert, wenn man darauf landet, per Common Block. Erstmal voll der Fail, ich baue den ungefähr, wo man spawnt. Der, mit dem ich das baue, der testet dann aus, ob es alles klappt und dann Pech gehabt. Nachdem ich das ganze Feld dort gebaut habe, riesengroß, spawnt man unter dem Feld. Das fand ich erstmal eine richtige Pleite. Dann haben wir gedacht, naja, machen wir es noch ein bisschen anders. Haben eine Glocke mit Common Blocks reingehauen, die einen dann direkt immer auf die Ebene drauf teleportiert. Tada! Tja, habe ich noch kaputte Wasserleitungen eingebaut. Ist eigentlich ganz witzig, so das erste Mal versucht mit Common Blocks zu bauen. Und ja, ich weiß nicht, worüber ich reden soll. Niemand schickt mir Gesprächsthemen. Selbst auch bei der Facebook-Umfrage hat mir niemand ein Thema drunter geschrieben. Ich weiß nicht, worüber ich reden soll. Helf mir doch. Sonst ist die Folge so schrecklich langweilig. So schrecklich stumm, wenn ich hier rumlaufe. Okay, stumm ist sie nicht, aber aus dem Mund kommt nur wirres Zeug, das nicht wirklich einen Sinn ergibt. Tja. Und ich beneide manchmal schon die anderen Let's Player, die schaffen das immer so am Stück einfach so durchzulabern über Themen, so dass man einfach gar nicht, dass man, wenn man das Video guckt, dann verfällt man so wie in eine Art Trance, wo man einfach nur noch guckt, so ganz die Zeit um sich herum vergisst. Und dann guckt man so eher, dann guckt man so, wie lange es wie schon geht, so denkt sich, what, es geht schon 5 Minuten, habe ich nicht erst vor 20 Sekunden eingeschaltet. Und ich würde das Video auch gerne so gestalten können, aber bei mir, wenn ich mein, ab und zu mal so meine Videos reingucke, da denke ich mir, oh, jetzt habe ich bestimmt 5 Minuten geguckt und dann gucke ich auf die Uhr. Nein, das waren jetzt 2 Minuten. Wir hätten jetzt die Leute mit meinen Videos auf, die 50 bis 100 Leute. Wie schafft ihr das nur? Muss doch schrecklich öde sein. Aber tja, vielleicht empfinde ich das ja auch nur so. Ich bin ja eh ein bisschen ahnungslos. Ich denke, ich sammle mal, bis ich ein Stackholz habe. Dann dürfte das schon gehen. Das wird dann schon so okidoki alles klappen. Hier haben wir noch einen kleinen Baum stehen. Schön. Ja, so ein Shader wäre aber auch schon sehr schön für das Let's Play hier. Gerade für Let's Plays ist ein Shader was Tolles. Ich habe mir einen Shader schon installiert für die 1.6.4. Nur den kann ich jetzt nicht mehr benutzen. Der Spark hätte schon eine Challenge adden können, so hinzufügen können, adden können. Wie rede ich schon? Ich bin hier voll schon Englisch am Start. Er hätte ruhig eine Challenge hinzufügen können. Zum Beispiel wie baue einen Weihnachtsbaum. Da würden sich manche Leute wahrscheinlich nur so zwei Blöcke so einen Baumstamm hochmachen und dann den Eimer mit Laub umkreisen und sagt, oh, ist das nicht ein super toller Weihnachtsbaum und weiter geht seine Challenge ist. Dann sehr machen, aber ich fände das trotzdem ganz witzig. Da wäre so in jedem Let's Play, da stand da so ein schöner Weihnachtsbaum. Ist ja echt super. Definitiv Tiger, wenn es das richtige Wort ist. Ich dachte mal so, das heißt, früher dachte ich immer Tundra, das wenn irgendwo bei uns. Tundra. Es hört sich so Tundra, wie soll man sagen? Hört sich so leer an das Wort. Man ist in der Tundra, wo nix ist. Ich meine, das sind doch wieder die Tiger. Ah, ich bin verwirrt von diesem Thema. Na gut, dass ich mir 2 Scheren mitgenommen habe. Gut, Laub hatten, haben wir auch erst genug. Und ich muss den iPod wieder ansperren. Zap. Gut. So.
Laufen wir mal weiter. Ich denke mal, das mit dem Baum wird reichen, nur hier nach noch einen. Und der wird das schon irgendwie hinhauen. Die Zeit ist doch jetzt sehr schnell vergangen. Mir ist es immer so, immer wenn ich sage, oh, ich muss hier ein Part aufnehmen, eigentlich, ah, nee, kein Bock. Aber wenn ich dann dabei bin, dann macht es eigentlich Spaß und die Zeit vergeht auch recht schnell. Aber mir ist das immer so sehr, mir fehlt nicht der Spaß, sondern mir fehlt die Aktivität. Ich bin einfach vom Natur her ein sehr, sehr fauler Mensch. Ich langweile mich lieber, hau mich auf mein Bett, anstatt mich an die Aufnahme zu setzen und dann einfach mal anzufangen. Weil wenn ich an hier sitze, vor der Aufnahme, da macht es auch wieder Spaß. Was sagt man dazu? Wir könnten bald auch mal die Tempelfolge machen. Ist auch so eine Sache. Und wie machen wir das mit dem Enderdrachen? Das ist zwar ein bisschen früh, aber das könnte man trotzdem schon mal ansprechen. Ob ich erst warte, bis ich eine volle Diamantrüstung mit dem habe auf Full Enchant. Da können wir uns zum Beispiel eine Mobfalle bauen. Bis ich gegen den kämpfe, oder ob ich einfach sage, YOLO, mit einer Eisenrüstung da reinrenne und mein Bestes gebe. Mit Federfallschuhen eine Eisenrüstung. Könnte man natürlich auch machen. Ja, könnte man eigentlich beides machen. Da könnte ich mir zum Beispiel, ich habe ja genug Eisen, 4 Eisenrüstungen vorbereiten. Und wenn ich sterbe, schnell mit der nächsten Eisenrüstung rein. Aber was ich definitiv brauche, ist ein Bogen mit sehr, sehr vielen Pfeilen, um die ganzen Türme da, die Leuchtkugeln da oben abzuschießen. Oh, schon wieder so stumm. Und hier ist die Lava. Und die kriegt mich niemals. Wenn ich eigentlich in Let's Play schon gestorben, ja einmal gegen die Hexe in der Höhle. Weil die war auch wirklich gemein mit ihren Vergiftungstränken und Schadenstränken. Konnte ich echt nichts mehr machen. Okay, falsch ist, ich habe auf E statt auf W gedrückt. Aber das ist mir jetzt mal gerade beiseite. Die Fackel. Ich habe sie wieder gefunden. Yeah. Ja, ich weiß doch, was die Fackel ist. Und sieht sogar aus, als hätten wir noch genug Zeit, die Stämme zu bauen. Wir haben nämlich noch 2 Minuten 50. Habe ich jetzt extra so schnell gesagt, damit... ich habe es in einer Sekunde gesagt, so kann man es auch gut erklären. Oh, mir fehlen immer die Wörter im Let's Play. Ich komme mir hier vor, jetzt habe ich einen total geringen Wortschatz. Ihr könnt mir auch mal in die Kommentare schreiben, welche Wörter ich im Let's Play verwenden soll. Das fänd ich auch mal nicht ganz witzig. Dip, Kartoffel, Chip. Okay, gleich darf ich nicht mehr runterspringen. Kann ich mal hier direkt mitbauen. Und wer von euch kennt eigentlich dieses Dip, Kartoffel, Chip? Oh, so viele Kommentarfragen, ist ja schon schlimm. Also, ja, der es kennt, der hat wahrscheinlich auch dann schon mal Battlefield Friends gesehen, diese geile Battlefield-Comic-Verarsche, die finde ich echt genial. Ne, hier oben, da werden wir einen Glowstone nachher draufsetzen. Ne, ich habe noch eine bessere Idee, wir machen einen begehbaren Weihnachtsbaum. Da machen wir eine Leiter von unten nach oben, da kann man hier auch durchlatschen. Und das ist gleichzeitig ein Aussichtspunkt, ein weihnachtlicher Aussichtspunkt, yay. Und da muss ich mich noch mit Bäumen auseinandersetzen, damit ich weiß, wie man Bäume schön hinsetzt. Ja. Ah, egal, das wird schon gehen. Super. Sieht doch so auch ganz gut aus. Wenn es nicht der ganze Baum nur zu direkt weggeholzt. Und wieder rein, hallo Groli. Ich glaube, den soll ich jetzt nicht angreifen. Das macht mir irgendwie ein bisschen Angst. Lass mich an meine Kiste. Krimskrams Kiste, ahoi. Schnell, was wollte ich machen? Oh, was wollte ich machen? Ernsthaft, was wollte ich gerade hier noch machen? Ach, was soll's. Soll ich das da oben noch draufsetzen? Aber nee, das wollte ich später machen. Ich glaube, die Bäume mal schnell hinpflanzen. Glowstone haben wir nicht mehr geschafft, diese Folge zu besorgen. Aus dem Nether, ich hätte schon gern so 8 Glowstone dafür. Und ich hätte mich jetzt schnell in die Wohnung mal verpieseln. Und warum... Ich spawnt das hier nicht. Ach, da oben ist noch Holz. Deswegen. Schafft man das noch, die Folge? Komm schon. Ghost Gamer. Go, Ghost Gamer. Yep. Da ist einfach eiskalt ein Baum. Ist aus dem Portal gesprossen. In ganz gestellter Sprache. Und wie geht's? Ah, das Pferd wächst langsam.
Okay. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Oh, diesmal doch Disconnecten. Geschafft. Auf Wiedersehen.